Hallo und herzlich willkommen zum Testbericht des Philips HR1874 Entsafters. Das hier ist das gute Stück, das sieht etwas abgespaced aus und wie man sieht, ist es auch relativ groß geraten von Philips. 1000 Watt Motor, Saftpresse kann man montieren, zeige ich euch aber nicht in diesem Video. Mit dabei eine relativ große und relativ hübsche Saftkanne. Und eben dieser Entsafter, der ist ziemlich gut aufgebaut, denn der hat hier diesen Stößel, mit dem man das Obst nachschieben kann. Der wird auch für die Selbstreinigungsfunktion benutzt. Hat diesen metallenen Sicherheitsbügel, den klappt man nach hinten weg und dann kann man das Gerät auseinandernehmen. Hat dann eben diesen Dom, in den quasi dieses der Fruchtsaft geschleudert wird und dann hier an der Innenseite abläuft. Das sieht man dann gleich. Wir haben natürlich das Messer, das hier bei diesem Gerät verkehrt, also quasi verkehrt, wenn man die klassischen Entsafter kennt, normalerweise sind die ja so drin, verkehrt montiert ist. Und wir haben natürlich diese Ablaufrille hier in dem Gerät, die auch eine Dichtung aufweist, die so lala funktioniert. Also meistens funktioniert es nur, diese Dichtung hier unten, die könnte etwas besser sein. Jedenfalls da kommt der Saft raus bei diesem Schnabel hier. Und wir haben natürlich den Trester-Auffangbehälter, der ist hier ganz unten, da landet also der ganze Trester inklusive Sichtfenster. Sage ich gleich, das Sichtfenster funktioniert. Naja, also je nachdem wie saftig das Fruchtfleisch der Trester ist, desto weniger sieht man quasi im Sichtfenster. Aber grundsätzlich eine gute Idee. Man kann das auch nicht falsch zusammenbauen, es passt nur in eine Richtung zusammen. Das heißt, diese Teile aufeinandersetzen, das Messer reingeben, Deckel drauf. Passt auch nur auf eine Richtung drauf, so dass das hier schön einrastet. Dann den Bügel zu und man kann das Gerät benutzen. Immer diese Saftkanne benutzen, auch wenn man die Reinigungsfunktion benutzt, zeige ich auch etwas später, denn sonst spritzt hier überall Wasser und Reste vom Saft raus. Das heißt, funktioniert wirklich nur mit dieser Kanne das Gerät. Wir machen jetzt als allererstes einen Mango-Orangen-Karottensaft. Das Tolle ist, und das habe ich nicht geglaubt, bevor ich das Gerät zum Testen bekommen habe, das funktioniert richtig ratzfatz. Also man braucht überhaupt keine Energie aufwenden, einfach hier das Zeug rein starten, flupp, durch ist es und das funktioniert. Also legen wir einfach mal los. Ich habe das jetzt wie die großen Fernsehköche natürlich vorbereitet, ist ja logisch. Weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber hier drei Karotten, drei Orangen und eine Mango. Nichts vorgeschnitten, die Karotten natürlich geschält, sonst nicht die Karotten, die Orangen geschält, sonst wird es etwas bitter, die Mango auch geschält. Tun einfach mal die Karotten rein. Mein Tipp für das Gerät ist, zwischendurch abschalten, denn sonst kann es sein, dass man irgendwie an der Wand dann die halben Inhaltsstoffe kleben hat. Wir schalten also jetzt das Gerät einfach ein. Und schon sind drei Karotten entsaftet. Also das funktioniert richtig gut. Beim Entsaften selbst läuft er eigentlich auch so gut wie nie aus diesem Fugensaft raus. Beim Reinigen mit Wasser, es wird dann hier Wasser eingefüllt, das zeige ich gleich, kann es schon mal passieren, dass Wasser rauskommt. Auf der anderen Seite, wenn ich so viel Obst vorbereite und das Ganze entsafte, dann ist sowieso die Küche meistens eingesaut. Ist also nicht wirklich ein Problem. Das heißt, wir geben jetzt mal die Orangen da rein. Die saftigen Früchte, die können schnell mal Sauerei machen, deswegen entsafte ich die jetzt dann einzeln, passt noch ein bisschen Mango rein. Man kann das ruhig da einigermaßen vollräumen, ist gar kein Problem. Ich war da am Anfang auch vorsichtig, aber ist kein Problem. Das war's im Prinzip. Hier drin ist jetzt der Orangen-Mango-Karottensaft. Der ist fix fertig, den könnt ihr so trinken. Diese Kanne hat hier natürlich dann auch noch einen Schaumschutz. Das heißt, wenn ich das jetzt dann im Prinzip ausgieße, geht der Schaum nicht mit. Das Ganze füllen wir jetzt ganz einfach in einen nicht mehr ganz so schönen Krug ein. Tropft da ein bisschen von der
von der Kanne, das ist auch so ein leichtes Problem. Er hätte zwar an sich einen Tropfschutz, aber das ist irgendwie bei allen Geräten gemein, dass es dann doch nicht so ganz funktioniert. So, wenn wir den jetzt reinigen wollen zwischendurch, schnappen wir uns 700 ml Wasser. Das heißt, einfach mal da, ich nehme meistens lauwarmes Wasser. Gerät auf höchste Stufe einschalten, immer diese Saftkanne drunter stellen. Na, jetzt funktioniert wirklich von allein. Ganz, ganz toll. Ganz sauber wird es natürlich mit dieser Reinigungsmethode nicht. Aber es hilft, dass da zumindest zum Beispiel eine große Menge dieser ganzen Fasern, die da in diesem Dom drinnen waren, rauskommen. Also das ist grundsätzlich eine sehr feine Sache, würde ich aber nicht zur Kaufentscheidung machen. Es gibt das kleinere Modell, den HR1871, der hat keine Zitruspresse und diese Selbstreinigungsfunktion nicht. Da ist dieser Stößel zugemacht, hat auch keine Löcher unten, wo das Wasser abläuft. Nie direkt ohne diesen Stößel reinfüllen, sonst geht alles über und dann ist wahrscheinlich das Gerät auch kaputt. Jedenfalls der kleinere, mein Gott, man muss das Messer sowieso ein bisschen mit dem Schwamm reinigen, im Geschirrspüler wird es nicht immer ganz sauber. Ganz toll ist, das ganze Ding kann in den Geschirrspüler, außer die Motoreinheit. Alle anderen Teile sind Geschirrspüler tauglich, steht auch in der Anleitung so drin, dass man das machen darf und das ist natürlich richtig toll. Aber weil es ja eine richtig tolle Review sein soll, gibt es auch noch einen zweiten Saft, den ich euch jetzt mache. Und dazu tun wir jetzt erstmal diesen Schmodder hier ausgießen. Ihr könnt es natürlich nach Belieben dann zwischendurch auch auswaschen. Ich mache das jetzt nicht. Und wir machen jetzt einen etwas spezielleren Saft. Der hat wieder Orangen, drei Orangen, drei Kiwis. Und die spezielle Zutat, Blattspinat. Und ja, in diesem Sinne, da empfiehlt sich immer, dass man zuerst mal so ein bisschen Frucht reingibt und dann den Blattspinat reinstopft und das so ein bisschen schichtet und abwechselt, weil wenn man den direkt reingibt, dann hat man das Problem, dass der nicht so richtig gut entsaftet wird. Das ist aber kein Problem von dem Gerät, sondern generell so eine Geschichte. Das heißt, wir haben jetzt hier schon mal eine Portion einschalten. Also da wird schon richtig Giftgrün drinnen. Und das ist ja auch so eine Geschichte, das schaut richtig toll aus. Also das macht halt richtig Spaß, das Entsaften, weil man richtig sieht, was man da so reinschmeißt in das Gerät. Jetzt stopfen wir wieder Blattspinat hier nach. Das ist jetzt übrigens schwieriger gegangen, weil dieser Blattspinat natürlich gewaschen und nass ist. Und das resultiert dann natürlich darin, dass der quietscht und hier ein bisschen blockiert. Aber naja, was soll's. So, den Rest auch noch rein. Das stellen wir weg, damit ihr was seht. So, den Rest, drei Orangen und der restliche Blattspinat rein. Der Saft ist fertig. Schaut also richtig toll aus, muss ich sagen. Ich stelle das mal runter. Das ist doch schon eine tolle Farbe. Also das macht schon richtig Spaß. Das schmeckt auch. Ich hätte mir das nämlich nicht gedacht. Ich habe so ein kleines Kochbuch, das verlinke ich euch im Blogbeitrag, im Testbericht. Gibt es natürlich auch auf www.quenix.at. Wenn es euch gefällt, das Video, bitte unbedingt liken, sharen,
bewerten, kommentieren, wenn ihr Fragen habt, die ich beantworten kann. Ich werde es versuchen. Ich habe jetzt eine Menge Saft für die nächsten paar Tage. Naja, eigentlich sollte man es ja gleich trinken, damit die Vitamine nicht verloren gehen. Ich habe da eine Menge Saft jetzt, kann den nochmal reinigen. Das heißt im Prinzip, ich schütte das Ganze wieder um. Und wieder 700 ml Wasser drauf. Gerät einschalten. Etwas warten. Das hat sich jetzt noch alles aus dem Gerät ausgewaschen. Das ist also im Prinzip das, was ihr nachher nicht im Geschirrspüler habt oder was ihr von Hand nicht aus dem Gerät räumen müsst. Und wenn wir das jetzt natürlich aufmachen und da reinschauen, das Ding auf, das kann dann etwas kleben durch die Feuchtigkeit. Man sieht jetzt hier natürlich, da tropft noch ein bisschen, da ist noch ein bisschen Spinat. Natürlich muss man das nachreinigen. Ich für meinen Teil reinige dann eigentlich immer nur dieses Messer. Das Messer im Prinzip mit einem Schwamm, innen und außen, man sieht ja noch ein paar Fasern. Es geht allerdings sehr schnell. Hier aufpassen, da rinnt immer noch ein bisschen Saft und Wasser nach. Sonst haben wir das Ganze am Küchenboden. Das kommt so, wie es ist, im Geschirrspüler. Und wenn wir uns jetzt anschauen, dieser Trester, der ist zwar natürlich feucht, keine Frage, aber je nachdem, was wir entsaften, Karotte zum Beispiel kommt ganz trocken raus. Und je saftiger, je feuchter die Frucht ist, desto feuchter ist natürlich der Trester, ist ganz klar. Das Gerät hat zwei verschiedene Stufen, aber grundsätzlich verwende ich immer die höchste Stufe. Mehr Power, ihr wisst schon. Ja, jedenfalls, ich finde das Gerät ziemlich gut. Die Selbstreinigungsfunktion ist nett, kein Kaufargument unbedingt. Kann man auch das kleinere Modell nehmen, hat auch 1000 Watt Motor, ist genauso stark. Auf Amazon wird öfter bemängelt, dass es eben nicht ganz dicht ist. Da muss man eben wirklich aufpassen, dass die Dichtung gut sitzt. Kann auch dann trotzdem passieren, dass sie eben rausspritzt. Jetzt seht ihr aber hier, da ist zwar vom Auslauf ein bisschen Flüssigkeit rausgelaufen, aber die Dichtung blieb dicht. Das heißt, da ist nirgendwo irgendetwas rausgelaufen. Funktioniert also ganz gut. Weiters wird auf Amazon bemängelt, dass angeblich der Motor abraucht nach kurzer Zeit. Ich habe das Gerät jetzt mehrere Wochen täglich benutzt. Ich habe viel entsaftet. Ich habe alles aus dem Kochbuch, aus dem Saftbuch ausprobiert. Keinerlei Probleme, funktioniert wie am ersten Tag. Man weiß es nicht, ob es tatsächlich Probleme gibt. Ich würde mal darauf tippen, nein, denn die Bewertungen sind überwiegend positiv und es funktioniert alles wirklich gut. In diesem Sinne, wenn ihr alles detailliert mit Fotostrecke nachlesen wollt, dann einfach auf www.macmaniacs.at gehen. Da gibt es den Testbericht zu diesem Entsafter. Und wenn es euch gefällt, dann unbedingt bewerten, liken, sharen, abonnieren und weitersagen und auf Facebook folgen und ihr kennt den ganzen, die ganze Geschichte. Also in diesem Sinne, falls ihr den kauft, viel Spaß mit dem Entsafter und ja, falls ihr Fragen habt, einfach unten in die Kommentare schreiben. Bis bald. Ciao, ciao.